Wer wird Millionär bestimmt heute meinen Food Draft? Vor jedem Draftpick muss ich 3 Fußballfragen in Wer wird Millionär beantworten. Und je nachdem, wie ich bei diesen Fragen abschneide, darf ich entweder einen guten Spieler nehmen oder einen Scheißspieler. Boom, starten wir mit der Formation. Ah, nur Grütze dabei. Ja, 4-3-3 defensiv, let's go. So, komm schon, erster Spieler. Oh, Prime Ronaldo! Oh Gott, jetzt muss ich mein Fußballwissen unter Beweis stellen. Frage 1, 125.000 Euro Frage. Wer schoss bei der Fußball-WM 2010 das erste Tor? Rokomokoko, Schwimididi, Kundugungo oder Chabalala? Das war Chabalala, das weiß ich. Wenn ich alle 3 Fragen richtig habe, darf ich mir den besten Spieler auswählen. Bei 0 oder 1 richtigen, den schlechtesten. Und bei 2, den zweitschlechtesten. Nächste Frage, wie hieß das Maskottchen der Fußball-WM 1970 in Mexiko? Juanito, Calito, Manuelito. Digga, keine Ahnung. Calito. Juanito, nein! Das war's mit R9 Ronaldo Prime. Was stand im Dezember? Ja, 500 Euro Frage, jetzt, ne, super. Was stand im Dezember bei der Auslosung? Muss man mit 2 Teller, 4 Töpfe. Zack, richtig. 2 von 3 richtig. Wir müssen den zweitschlechtesten Spieler nehmen. Und das ist in dem Fall Jamie Vardy. Naja, immerhin ordentlich Pace hat er noch. So, gucken wir mal auf den rechten Flügel. Was haben wir da? Chiesa. Oh, Chiesa schon wieder. Oh, Messi, der beste Spieler. Wir müssen die Frage richtig beantworten. 4000 Euro Frage. Wie lautet der berühmte verstorbene Lothar Emmerich? Spiel ab, die Gurke. Hau weg, die Gurke. Rein mit der Rübe. Gib mir die Kirsche, oder? Ja, sicher. Richtig, let's go. 64.000 Euro Frage. Oh, kniffliger. Ja, Liste mit Sanador, Kuschkisch, Mario Kempes, Salvatius, Horst... Was? Ich versteh's nicht. Albert Einstein, Horst Köhler. Thomas Müller! Verdammt, ich musste doch, es ist immer Thomas Müller. Tschüss, Messi. 50 Euro Frage, Digga. Wie heißt der Fußball-Bundesligist aus Bremen? Warum der dumm? Natürlich! Warum darum Bremen? Nee, Werder Bremen. Ja, 2 von 3 richtig. Also können wir uns entscheiden zwischen Chiesa und Berkis? Schwierige Wahl. Chiesa bekommt mehr Chemie, glaube ich. Und Fußballfreunde, 2 Sachen nicht vergessen. Erstens mitraten und zweitens bis zum Ende dranbleiben, damit ihr dieses geile, fertige Team noch seht. Linker Flügel. Mukta, ja, also der schlechteste Spieler, den dürfen wir auf jeden Fall nicht bekommen, denn der ist wirklich mieskacke. So, ich bin bereit, wer wird Millionär? Ich werde Millionär. 16.000 Euro Frage. In welcher Sportart wurde 2017 ein Team mit insgesamt 1011 erzielten Toren deutschen Meister bei den Handball, ja, Handball natürlich, oder? Ja, oh, Gott sei Dank. Wer spielt im Fußball für den FC Bayern und den FC Liverpool? Norbert Rindt, Christian Ziege, Gustav G... Christian Ziege... Nicht blamieren bitte, ist eine 500-Euro-Frage. Christian Ziege. Oh. Gott sei Dank. The Goat, Christian Ziege, Digga. 1000-Euro-Frage. Was entscheidet schon mal ein Fußballspiel? Batman-Flanke, Robin-Einwurf, Joker-Tor oder Catwoman-Pass? Wir wissen's, das Joker-Tor. Und das sind 3 richtige und das heißt Mukta. Ab ins Team, Freunde. Also gut, gehen wir mal zum Torhüter. Ja, ich glaube, die Fragerunde überspringen wir und nehmen einfach Nübel. Vielleicht ist der ja gar nicht so Nübel. Oh Gott, der war schlecht. Linksverteidiger, let's go. Robinson Davis, ja, okay, guck mal. 8000 Euro Frage, wer wurde bei der Fußball-WM 1998 Torschützenkönig? Oh, ich glaube Suka, ne, Zidane, ich glaube Suka, oder? Oder Bierhoff wird so passen für die, nee, Suka. Da war Suka, da hat das Fußballfachwissen mal wieder gekickt. 2000 Euro Frage, wie heißt der Cheftrainer der Gonzalo, Pedro, Günther Jauch? Günther Jauch, war es nicht? Boah, Digga, ich weiß das nicht. Pedro Composta, no. Sag ich. Tite, nein, es ist Tite, nein! Wer dürfte sich als Teilnehmer auf die Fußball... Irak, Nordkorea und Südkorea... Nordkorea und Südkorea waren dabei, oder? Ich glaube, dass der... 32.000 Euro Frage. Ich glaube, das habe ich in einem Trikot-Ranking mal Nordkorea... Yes! Wir dürfen den zweitschlechtesten nehmen. Und das ist Van Arnold. Der hat immerhin 89 Pace, Freunde. Zentraldefensives Mittelfeld. Ganz, ganz wichtige Position. Und wir haben Fred und Kram... Oh. Gott. Ja, komm, ich nehme einfach Fred, einfach weil Meme und wegen diesem schönen Lächeln. ZM, let's go, wen haben wir? Sexy aus De Bruyne, der wäre richtig geil, oder Corona? Aber von Corona haben wir eigentlich genug, Freunde. 200 Euro Frage, leicht reinstarten. Was gibt's bei einem Fußballspiel zu sehen? Visum, Personalausweis, Doppelpass oder Führerschein? Den Personatür... Nee, der Doppelpass, Freunde. Oh, nochmal 200 Euro Frage. Wir haben Glück, Freunde. Welchen Beruf hat Lothar Matthäus vor seiner Fußballkarriere erlernt? Der hat einen Job erlernt? Das ist eine absolute Frechheit. Wäre Fahrradkette. Fahnennäher, Rasenmäher, Eckensteher, Raumausstatter. Raumausstatter wahrscheinlich. 4000 Euro auch wieder. Was für ein Maskottchen hat die Fußballfans zu... 2 Tampons Nashorn, 3 Binden Gürteltier, 4 Windeln Salamander oder 5 Slip-Einlagen Kakadu? Oh Gott. 3 Binden Gürteltier, würde ich jetzt mal sagen. Come on, richtig! Wir dürfen den besten Spieler auswählen und das ist
Team of the Year oder Team of the Season, Kevin De Bruyne. Ja, hat sich Fred auch ausgezeigt. Der gibt ihm immerhin Chemie. Nächster ZDM. Schöne Karten. Thielemanns. Verrückte Zunge. Ja. Gehen wir in die nächste Fragerunde. 64.000 Euro Frage. Michael Ballack 2010, Marco Reus 2014. Verpassten die bevorstehende WM wegen einer Verletzung an der Syndesmose? Oder was? Ich glaube Syndesmose, oder? Ja, Mann, das weiß man doch. Marco Reus hatte schon alles. Wer war in der Saison 2007 der älteste Spieler im Kader der Bundesliga-Profis? Ah, ist das eine Fangfrage? 64.000 Euro. Oliver Kahn wird... Was? Zickler? Oder war der dann schon bei Salzburg? Ich sag Alexander Zickler. Nein, es war Oliver Kahn! Verdammt! Da habe ich mich selber... Ah, verarscht! In welchem Jahr wurde Bayern München nicht deutscher Meister? Ja, 1-Million-Euro-Frage. Müssen Sie mich verarschen. 86, 87, 88 oder 89? Oh Gott, wir müssen sonst den schlechtesten Spieler nehmen. Gut, wobei, da ist gar kein schlechter Spieler dabei. 88. Oh, es war sogar richtig. 2 von 3. Wir dürfen den wir müssen den zweitschlechtesten Spieler nehmen. Das ist, ja, auch einer von den beiden hier. Ich nehme einfach Thielemanns wegen Kimi. Rechtsverteidiger. Come on. Carlos Alberto. Oh, der wäre richtig geil. Ja, komm, da müssen wir uns anstrengen. Oh, wir bekommen gleich eine 1-Million-Euro-Frage. Wollt ihr mich verarschen? Bei welchem Club gegangen Römer Kais Karriere als Fußballprofi? Ich habe ein Gefühl, dass es Nag Breda ist. Aber absolut... Nix dahinter, also ich tippe Vitesse Arnheim. Chelsea Lohnverein. Goodbye, Carlos Alberto. Es war mir eine Ehre. Super, und als nächstes eine 100-Euro-Frage. Danke, wer wird Millionär? Tickets für die Fußball-WM bekommen Normalsterbliche über das Internet per Einbruch vom DFB aus dem... Über das Internet? The fuck. Was eine Frage. Wofür verwiegen viele Fußballtrainer in Gestalt eines ihrer Spielers? Verlängerter Arm, vergrößerter Busen. Ja, der verlängerte Arm natürlich auf dem Feld. 2 von 3 richtig. Wir dürfen den zweitschlechtesten nehmen. Und das ist Nelson Semedo. Ja, Premier League, der kriegt immerhin gute Chemie. Weiter geht's in der Innenverteidigung. Da braucht man einen ordentlichen Brecher. Oben wächst auch Katalan, 90er-Karte. Ja, auch alle richtig geil. Und die erste Frage ist eine 1-Million-Euro-Frage. Wie viele Clubs der ersten Bundesliga der Saison 2009, 2010 zeigten mindestens ein Tier im Wappen? Ja, da weiß ich erstens die Clubs nicht und zweitens, wer zeigt ein Tier? Köln, Leverkusen... Oh. 6, 4, verdammt! Ja, super, der ist schon mal weg. Ah, wobei handelt es sich um Art Mischung aus Fußball und Tischtennis? 500.000 Euro. Racquetball, nee... Cage... Tagball. Tagball, ja, war voll geraten, aber habe ich schon mal gehört. Was beherrschen gestandene Fußballfahrer? 50-Euro-Frage. Goethe, Faust, Mephisto, Gretchen. Ja, Mann. Immerhin 2 richtig. Das heißt auch hier den zweitschlechtesten Spieler. Ruben Weso, Koulibaly oder Skriniar. Ich nehme diesen Ruben Weso mal. Ja, nice. Dann gucken wir mal, dass wir auf der Bank das Team noch verbessern. Fangen wir mit dem Torhüter an. Bitte was Besseres. Oh, immerhin. Ja, gut. Ich dachte am Anfang, aber Manuel Neuer, Ederson, da müssen wir jetzt ordentlich was reißen. 125.000-Euro-Frage. Nein. BVB Thomas kommentierte. Weil Meistertitel mit den Worten wie Hefe. Oh, das weiß ich. Ich glaube, das ist grandiose Saison. Wie Hefe grandios Saison gespielt, oder? Das habe ich vor kurzem mal gehört, glaube ich. Ja, Mann, richtig. BVB-Experte hier. 16.000-Euro-Frage. Wer sah beim Bundesligaspiel Leverkusen gegen Dortmund von der Trainerbank aus beim Toreschießen zu? Götze, Götze. Lewandowski, Lewandowski. Was? Ja, komm, Götze, Götze. Lewandowski, Lewandowski. Ja, super. Ah, Neuer ist schon mal weg. Wer stand seit Juni neben Gerhard Meyer von bis alleine an der Spitze des DFB? 20er, Heiermann, Fufi, Groschen, Heiermann. 1.000 Euro. 20er, super, ein. Das heißt, wir müssen den Schlechtesten nehmen. Nein, kein Lloris, kein Neuer, nicht mal Castells, sondern Krychuk. Super. Naja, vielleicht wird es jetzt besser. Oh, Cancelo, Smalling, 92er. Ja, Mann, den wollen wir. Ja, komm, wenn das so weitergeht, gucken wir mal bei der nächsten Position. Oh, das ist eine richtig geile, oh, geile Außenverteidiger. Komm, wir brauchen das jetzt. Bitte, einmal leichte Fragen. 4.000 Euro. Welchen Aufsteiger ist die erste Fußballbund gelang das einzige, der direkte Titel gewinnt? Das war Kaiserslautern, nicht Düsseldorf 60 oder Bielefeld. Das war Klautern, das weiß ich. Let's go. Zweite. Welcher National kassierte das Tor des Jahres in Deutschland? Tor des Jahres 2017. Ich sag jetzt einfach Joe Hart. Oh, es war richtig voll geraten, Freunde. 1.000-Euro-Frage. Wer wurde 2000 zum FIFA-Präsidenten wiedergewählt? Das musste Blatter sein, oder? Ja, Mann, alle richtig. Wir dürfen einen Spieler auswählen. Aha, und Nuno Mendes, der guckt mich schon so an mit dem Lacher. Der kommt ins Team. Gut, ja, das ist eine Scheißauswahl. Da wählen wir einfach wieder einen Spieler aus. Nächster, komm, gute Auswahl. Müller, Bellingham, 96er, ja, das ballert. Dass Pep Guardiola ihn bei Man City erst damit aussortiert hat, traf Gianluigi Buffon mit Joe Hart, 500-Euro-Frage, easy, richtig. 2.000-Euro-Frage, welche Fußballnation wusste schon vor der WM, dass sie, ja, Südafrika, weil die waren 2006 Gastgeber. Ja, Mann,
So, eine noch, dann kommt Bellingham. Hätte bei mindestens gewinnen müssen, um den Titel zu holen. EM. Nee, da hätte ein Spiel gereicht. Ja klar, da war mit Unchi. Was? Nein! Ja, dann Juma oder Wilson. Ich nehme Wilson. Ah, das ist deprimierend. Warum bin ich so schlecht? Oh, schon wieder 93er für Lewandowski vor. Oh, geile Auswahl. 16.000 Euro Frage. Welcher weist auf den Sieger der legendären Varusschlacht? Bielefeld, Duisburg. Also wenn es Dortmund oder Schalke... Duisburg, Bielefeld. Ja, klar. Natürlich. Welches Stadion mit 69% den höchsten Zuschauerschnitt? Ich würde jetzt mal sagen USA. Oh, immerhin das richtig. Komm, eine noch. Dann dürfen wir zumindest den zweitschlechtesten nehmen. Wer hat auf dem Fußballplatz nichts verloren? Der Kickstarter. Ja, gut, zweitschlechtester Spieler. Das ist immerhin Trincao. Das ist gar nicht schlecht, die Karte. Oh, 95er Dama Traoré. Bitte, ich will den. Für den deutschen Profifußball galt von 1997 bis spielte Uerdingen in Uerdingen, Leverkusen im Oberhausen. Im Oberhaus, 1000 Euro Frage natürlich. 64.000, wie heißt das Maskottchen der Frauenfußball-WM? Adele Anstoß, Paula Pass, Tina Tor. Die sind alle lost. Tina Tor, ich tendiere zu Tina Tor. Tina Tor, Carla Kick, so ein Schwachsinn. Welche Fußball knackt die Marke von 100 Punkten in der heimischen Liga? 11-12. War das City in der Saison? Oder war, ich glaube, das war Real Madrid. Ja, Mann. 2 von 3. Ja, gut, dann dürfen wir zu mir. Oh, das war wichtig. Dann dürfen wir hier den 91er Son nehmen. Ja, Mann. Lost der Auswahl, dann nehmen wir einfach Theo Walcott. Oh, ja. Let's go. 32.000 Euro Frage. Auffällig viele Fußballprofis in den letzten Jahren direkt von Salzburg nach Leipzig. 32.000 Euro Frage, im Ernst? Welche Spielerlegende nahm nie an einer Fußball-WM teil? Garrincha, Johan Cruyff, Freddy Stefano? Garrincha vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder Alfredo Di Stefano? Alfredo Di Stefano. Gut. Zwei richtig. 500 Euro Frage. Gemäß dir ist es verboten, während des Torjubels den Ball das Trikot die Mama zu grüßen. Das ist ganz verboten. Das Trikot auszuziehen. Ja, Mann, wir dürfen uns einen Spieler auswählen. Jetzt ist die Frage, wer ist da am cleversten? Reece James vielleicht als besserer Verteidiger? Ja, ich glaube, ich nehme Reece James. Wir gehen weiter und... Coutinho oder Schlotterbeck, Coutinho. 500 Euro. Was tauschen Fußballer oft am Ende? Ringe, Trikots, Panini-Bildchen, Adressen. Alles stabil, aber es sind Trikots. Let's go, easy. 32.000. Welcher englische Fußballer hat ihn für 3 von Jogis Jungs unter Vertrag? Sommer 2012, das muss Arsenal gewesen sein. Ja, 32.000 Euro Frage. Und nochmal. Stadion delle Alpi. Inter war es nicht, Juve war es nicht. Hellas Verona oder Parma? Ich sag Hellas Verona. Es ist Juventus. Okay, gut. Ja, zweitschlechtester Spieler, das ist Azpilicueta. Ja. Und vorletzter Spieler für unser Draft. Declan Rice wird noch schmecken. 32.000 Euro. Wie viele Treffer markierten die Bestleistung und die Minusrekord des Torschützenkönigs? 40 und 70. Ja, das muss das alte noch sein, denn da ist noch Gerd Müller und da muss es 40 und 17 sein. Jawohl, mittlerweile ja 41. Welchen Jahr wurde Bayern nicht deutscher Fußballmeister? Die Frage hatten wir doch schon und ich weiß nicht mehr, wann es war. 89? 88, verdammt. Was erwartet der Fußballtrainer vor einem Stürmer? Taxi zur Tribüne? 200 Euro Frage. Bus zum Stadion, Zug zum Tor. 2 von 3 richtig, zweitschlechtester Spiel. Oh, Harit, schade. Quagliarella, absolute FIFA 14 Legende. Quacks. So, und der letzte Spieler für unser Draft ist, ja... Na komm, wir nehmen einfach Gakpo. Und als Manager nehmen wir Kiko Ramirez. Und sein Gesichtsausdruck sagt, glaube ich, alles über meine Quizleistung. So, und das hier ist unser fertiges Team. Und ich muss sagen, bis auf den Torhüter sieht's ganz gut aus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Sü auf dem Like-Button da und guck als nächstes gerne auch noch dieses Video hier. Und Ehrenmänner abonnieren auch noch.